Moin moin und herzlich willkommen bei den Vape Watchers. Ich habe heute einen kleinen Ausflug mit euch vor, und zwar einen Ausflug ins Dynaverse. Das Dynaverse ist die gesamte Produktpalette, die sich rund um die beliebten Dynawebs erstreckt. Da gibt es eben verschiedene Webs selber oder einen Haufen Zubehör, Accessoires etc. etc. Anfangen möchte ich mit den Webs selber. Ihr seht, ich habe hier ein paar dabei. Eins, zwei, drei und hier noch einen vierten, sagen wir mal, ohne Tipp halt dran. Tipp ist das Ding, das sich hier hinten befindet. Ah, das seht ihr gar nicht, ne? Aber das ist nicht hier dran. Guck mal, wenn ich es vorschiebe, sieht man, der ist oben frei. Genau. Hier sehen wir den Wong von 21. Das ist ein Original Dyna. Also Dynaweb, den Dynaweb auch selber hergestellt hat. Den finde ich ziemlich geil. Und von den Produkten, die Dyna selber herstellt, ist das mein Favorit. Ich glaube, warum ich den am meisten benutze, ist, weil ich die Holzoptik ganz schön finde. Schöner als halt, wenn man nur diese Metalldinger hat. Ich habe jetzt von denen keinen hier. Aber die sind optisch halt nicht ganz so ein Hingucker. Und dass man das, den Luftschacht hier manuell verschließen kann, ist in Benutzung mit einem Wasserfilter halt besonders praktisch, weil ich es nicht mit der Hand machen muss. Das Ding kostet knapp doppelt so viel wie der M. Ich muss allerdings darauf hinweisen, dass man, obwohl es Titan ist und so, nicht wirklich einen Unterschied hat in der Sanftheit des Dampfes. Die Titankappe verhält sich ein bisschen anders als die Edelstahlkappe, aber ich glaube auch nicht zwingend so, dass man sagen würde, jetzt besser oder schlechter. Hier zahlt man hauptsächlich dafür, dass ein anderes Material ist. Einen nativen Wasserfilter, Ansatz hat hier, also das ist 14 mm und geht auch auf 10. Und eben ein kleines Holzstückchen. Und zu dem Holzstückchen muss ich auch sagen, das ist nicht sonderlich schön verarbeitet. Ist auch nicht sonderlich hässlich, aber man sieht insbesondere an den Kanten, gibt es kleine Kratzer, Risse und sowas drin. Die habe ich nicht da reingebracht, die waren schon von Anfang da. Nichtsdestotrotz, Holzoptik finde ich ist ein großes, ihr merkt das, wenn ihr meine Dynas hier seht. Holzoptik ist ein Ding, wofür dass ich mich, für das ich ein Faible habe. Dieses hier ist ein Stem, den habe ich von Dreamwood Vaporizer. Kingwood nennt sich das Holz und den machen die selber. Also da erstellen die halt ein Stück Holz, das passend für den Dyna ist. Ist ein super Produkt, sieht schön aus und ist vor allem preislich dem hier voraus. In der Nutzung, finde ich, merkt man keinen Unterschied, wenn überhaupt sehr, sehr wenig. Also da muss es schon besondere Vorlieben haben, die Person, ne? Dass du da jetzt sagst, das eine ist besser oder das andere ist schlechter. Genau. Ups. Mein Favorit allerdings von allen Dynas, die ich habe, ist der hier drüben. Das ist die sogenannte Simrel Collection. Ich versuche das einmal hier deutlich zu machen. Genau, hier ist das Logo, dieses S. Und es gibt das auch nochmal auf dem Mundstück hier oben. S. Simrel Collection. Was Simrel macht, ist ein Hersteller aus den USA. Ich glaube, bei Verdampft nochmal gibt es die Produkte mittlerweile im Angebot. Ich habe mir meine aus den USA bestellt, während ich glaube Black Friday oder so, weil da alles im Angebot war. Und Verdampft nochmal hatte nicht das Holzzwischenstück. Dort gibt es das auch nur mit Metall. Und wie ich schon mal erwähnt habe, ich habe so eine kleine Schwäche für Holz, wenn es um Dynas geht. Genau. Das Geile beim Simrel ist, wie ich vorhin meinte, bei diesen Modellen, also eigentlich alle, die ich ausprobiert habe, die halt einen normalen Kondenser drin haben, hast du bezüglich Sanftheit des Dampfes nicht wirklich einen Unterschied. Und ich glaube, Sanftheit des Dampfes ist beim Dynaweb durchaus ein Kriterium, denn der Luftweg ist eher kurz, die Hitzequelle ziemlich nah am den Lippen dann, sag ich mal, oder am Rachen am Ende dran. Genau. Und da kann es schon mal sein, dass der Dampf ein bisschen heiß oder ein bisschen trocken im Rachen ankommt. Deshalb war ich auf der Suche, wie man das Ganze etwas sanfter gestalten kann. Und der Simrel ist das, der es wirklich am krassesten schafft. Und zwar durch dieses, ups, Performance-Kit im Innern des Simrel. Ihr seht, da ist so eine kleine Spule, die in den Kondenser geht. Mundstück und Kondenser sind auch zu trennen, aber ich glaube, das macht weniger aus. Das Credo oder der Trick passiert hier hinten drin. Durch diese Zirkulierung, die da wahrscheinlich angestoßen wird, kühlt der Dampf enorm ab. Und das ist wirklich ein großer Unterschied zu den anderen Dynas, die ich habe. Sprich also, wenn du Bock hast, kannst du dir auch nur das Performance-Kit, gibt es glaube ich auch einzeln bei Verdampft nochmal,
zulegen und in so einen Diner einbauen. Und da hast du auch schon einen Riesenunterschied. Denn man muss sagen, hier wiederum sind Mundstück und Holz doch wieder ein bisschen teuer. Wäre das nicht im Black Friday-Angebot gewesen, würde ich zweimal überlegen, ob ich mein Geld da ausgebe. Und wer doch noch günstiger bleiben will, sag ich mal, und einen ähnlich sanften, also ähnlichen Schwerpunkt auf die Sanftheit und die Angenehmlichkeit des Dampfes legt, dem kann ich das BB9 auch von deiner Original empfehlen. Das hat sich hier unten im Dings verhakt, hole ich aber kurz raus. So sieht das aus. Das ist ein Glasstück, das leider ein bisschen zugeschmunzt ist, aber da sind 9 blaue Glaskügelchen drin. Hier oben kommt das Tipp drauf, ne? Und dann zieht sich der Dampf hier durch und wird eben sehr oft diffusiert durch die Glaskugeln und durch diese Einkerbungen, die hier drin sind. Ich muss sagen, für mich bringt das, was die Sanftheit angeht, genau den gleichen Effekt wie das. Also spielt in der gleichen Liga wie das, kostet aber echt nur einen Bruchteil davon. Ich glaube, das ist 30 Euro bei Verdampft nochmal, habe ich es gekauft. Während das hier eben auch nur das Performance-Kit, glaube ich, zumindest das Doppelte ist. Weiterer Vorteil ist, hier ist alles komplett Glas. Ich finde, neben heißem Dampf ist eben das Material des Vapes Metall vielleicht der zweite kritische Punkt. Ihr seht, die Simrel steht hier auf einem Diner Stash, denn wer Bock hat, seinen Diner auch noch irgendwie cool zu verpacken und was für unterwegs zu haben, dem kann man sowas hier ans Herz legen. Diner Stash ist auch ein Original Diner Web Produkt, ihr seht das hier. Gibt es aber auch von anderen Herstellern und da ist halt oben so ein Ding für den Vape drin. Klack. Und hier kann man reintun, was man so drauf Lust hat. Ne? Und ja, das ist auch ganz schön. Und vor allem praktisch für unterwegs. Hier drüben seht ihr den D-Bowler D-Capper von Brilliant Cut. Finde ich auch eine geile Ergänzung für einen Diner, weil es sonst manchmal ein bisschen Pain in the Ass sein kann, hier die Kräuter rauszukriegen. Ich habe es davor, oder ich mache es auch sonst, wenn ich unterwegs bin, immer mit der Spitze vom Tipp. Genau, seitdem ich den D-Bowler habe, ihr seht, hier gibt es so zwei Metalldinger, da kann man das so rausholen. Und der Magnet in der Mitte macht es auch noch schön praktisch. Und ich habe einen Platz, wo ich meine AWV am Tag aufheben kann. Finde ich auch eine ganz schöne Ergänzung dazu. Gibt es auch von anderen Herstellern, anderen Materialien. Genau. Und zu guter Letzt, nee, noch nicht zu guter Letzt, zu vor guter Letzt haben wir noch das hier. Auch ein kostengünstiges Accessoire für den Diner. Ist einfach ein 14 mm Wasserfilteradapter. Ich glaube, mit denen hier brauchst du es nicht. Wir brauchen es jetzt einfach trotzdem mal. Hier könnte ich den halt reinstecken. 10 mm auf 14. Und zack, sind wir fertig, um in den Wasserfilter zu gehen. Denn der Diner in Benutzung mit dem Wasserfilter ist ziemlich nice. Wer keinen Bock hat, hier diesen nativen Wasserfilter, also den Wong zu sich zuzulegen, oder den hier für 30 Euro, der kann sich das hier zulegen. Und zahlt, glaube ich, wir tippen 10 circa. Genau. Und zu guter Letzt stellt sich natürlich die Frage, wie kriegt man sein Diner Web heiß? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und zwar Sturmfeuerzeuge oder Jetstream, Jetlight Feuerzeuge, irgendwie so heißen die. Ich weiß nicht, das sind diese, die machen. Das macht gar nichts. Hier ist leer. Oh, nee. Ist kaputt, wie es aussieht. Ist auch egal. Die machen auf jeden Fall so eine starke blaue Flamme. Ich habe dieses hier mitgebracht von Honest, weil es eigentlich sehr gute Arbeit macht. Ich habe zwei davon, eins ist seit Ewigkeiten kaputt und eins eben nicht. Ich vermute, ich habe das Falsche genommen. Aber wer ein einflammiges Feuerzeug sucht, dem kann ich dieses hier nahelegen. Das hat mich nicht enttäuscht, eigentlich. Gut, reden wir nicht weiter über das Honest-Feuerzeug. Ich glaube, das, was ich aber am meisten nutze, ist das Vertigo von deiner Web selber. Insbesondere, weil es drei Flammen statt nur einer hat. Das macht die Benutzung des Diner Webs draußen viel, viel leichter. Drin ist das eigentlich egal, aber draußen habe ich festgestellt, mit dem einflammigen, manchmal wenn Wind geht, auch nur leichter Wind, das bringt die Hitze nicht mehr richtig an die Kammer. Und da machen sich drei Flammen auf jeden Fall bezahlt. Kann ich für unterwegs sehr empfehlen. Genau, wer aber keinen Bock mehr auf Flammen hat, bei mir war irgendwann dieser Punkt erreicht, pff, klick,
Dem kann ich Induktionsheizer empfehlen. Es gibt eine Vielzahl Induktionsheizer, auch von deiner Web selber als auch von Drittanbietern. Ich habe ein paar ausprobiert davon. Der, bei dem ich stehen geblieben bin und von dem ich am meisten überzeugt bin, ist der Icebuyer. Wand heißt das Gerät, glaube ich. Icebuyer ist der Hersteller und Wand der Name des Geräts. Und das hat auswechselbare Batterien und ist halt ein Induktionsheizer für den Diner. Das heißt, ich stecke den hier rein. Der erkennt, ach, da ist was drin, heizt das auf. Wenn das klickt, hole ich es raus und ab dafür. Genau. Insbesondere, was hier für mich spricht, ist, dass die Batterien wechselbar sind. Denn wenn du so ein Ding dabei hast und die Batterien gehen leer, hast du, ihr seht, das ist ein bisschen groß, dann hast du viel Zeugs dabei, kannst du aber nicht benutzen. Und diese Induktionsheizung beansprucht die Batterie schon stark. Genau, das war das Zubehör, das ich euch für die Diners ans Herz legen kann. Lasst es mich wissen, benutzt ihr welches davon? Habt ihr Fragen zu manchen davon? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.